Ein Klamottenladen, ein Lebensmittelgeschäft, ein Schönheitssalon, ein Restaurant. Du kannst dich nicht vor Mom verstecken. Du, pass auf meine Tochter auf. Danke, dass du bei uns eingekauft hast. Oh, noch ein Kunde? Wow, so viele Sachen? Reicht das nicht? Das ist eine lange Schlange. Warum dauert das so lange? Das dauert noch bis morgen. Nimm deine Sachen zurück. Ich mache eine Pause. Lasst uns in einen anderen Laden gehen. Ja, geht nur. Weniger Arbeit für mich. In diesem Fastfood-Laden ist viel los. Nancy und ihre Mom haben auch beschlossen, zum Mittag zu essen. Ein richtiger Salat. Und den hast du in diesem Schnellimbiss gekauft? Oh, da sind sie ja. Gib mir sofort meine Gurken zurück. Wie gemein. Meine Gesichtsmaske ist ruiniert. Tu etwas dagegen. Oh, Nancy. Mein Salat. Nancy räumt den Laden auf. Dieses Kleid gehört hier nicht her. Was soll das? Warum erschreckst du mich so? Er ist es schon wieder. Toll, deinetwegen habe ich mich verzählt. Ich hoffe, ich kann allein auf die Toilette gehen. Ich werde aufpassen. Wie werde ich ihn los? Der Schacht führt zur Männertoilette. Gute Idee. Sie braucht ganz schön lange. Wow, Jimin von BTS? Ich bin dein größter Fan. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Aha. Danke, Jimin. Was? Loser? Warte! Mom will eine kleine Pause machen. Währenddessen gibt Nancy das Geld ihrer Mom in schicken Geschäften aus. Und sie kauft alle Süßigkeiten in einem Süßigkeitenladen. Ich will mehr Süßigkeiten. Ich will einen Ozean voller Süßigkeiten. Und Nancy surft auf einer goldenen Karte. Ich springe in ein Simple Dimple hinein. Nancy! Mom, ich bin beschäftigt. Bist du okay? Was für ein Albtraum. Paco ist der Einzige, der gut singen kann. Was? Niemals. Paco Suzuki. Ein Soloauftritt. Und ein Ticket kostet... Was? Drei Nullen? Das ist teuer. Ein Kunde, herzlich willkommen. Ich bin in einem Laden. Ich rufe dich später zurück. Wow. Wow, ich mag dieses Kleid. Es ist zu teuer. Ich gehe woanders einkaufen. Sie hat nichts gekauft. Ich werde nie das Geld für das Ticket bekommen. Ich muss etwas dagegen tun. Das ist wirklich teuer. Jetzt verstehe ich, warum es niemand kauft. Ich werde einen großen Ausverkauf machen. Alles kostet 5 Dollar. Die Kunden kaufen jetzt alles weg. Danke, dass du bei uns eingekauft hast. Oh ja, ich habe es geschafft. Paco, ich komme zu dir. Nancy sieht sich gerade ein neues Video auf Wuhu Warmotion an. Sie wird nicht bemerken, dass ich in diesem Kostüm bin. Wer ist da? Der Security-Mitarbeiter schon wieder. Hab ich dich. Niemand ist hier. Aha.
Aha, nichts. Na gut. Der Security-Mitarbeiter ist in der Nähe. Aha. Er ist hier. Ich sehe dich. Versuch mich zu fangen. Warte! Ich kann in diesem Pantoffel nicht rennen. Ich werde dich fangen. Lebkuchenmann, wir lieben dich. Dürfen wir ein Foto mit dir machen? Lächeln. Genial. Nicht ein einziger Kunde. Oh, ich probiere den Schmuck an. Das ist zu groß. Aber diese Ohrringe sehen toll an mir aus. Was ist das? Ich mag es. Und noch ein paar Armbänder. Wow, schöne Halskette. Wow. Dieses Piercing ist cool. Oh, ein Kunde. Was ist das für ein Laden? Oh, das ist sehr lächerlich. Wie kann man das nur tragen? Kaffee und zwar schnell. Der Service ist hier echt mies. Igitt, der ist zu bitter. Dieses Kleid ist ein angesagter Trend. Hässlich. Pfui. Und dieser Ring? Oh nein, Igitt. Hast du nichts Anständiges? Sie ist so fies. Na schön, ich werde dir eine Lektion erteilen. Das wird dir bestimmt gefallen. Mal sehen. Ekelhaft. Ich werde es online stellen. Das kaufe ich. Oh, was für ein tolles Angebot. Chips? Warte, da ist nichts drin. Und es sind keine Kekse mehr in der Schachtel. Und in dieser auch nicht. Warum verkauft ihr leere Verpackungen? Wo ist der Inhalt? Was ist denn hier los? Ich weiß es nicht. Hilfe! Ich versichere dir, wir werden uns um dieses Missverständnis kümmern. Finde heraus, was passiert ist. Es wird nicht wieder vorkommen. Das Rätsel um die verschwundenen Lebensmittel ist gelöst. Nancy arbeitet heute als Security-Mitarbeiterin im Laden. Komm rein. Was für komische Klamotten. Wer trägt denn sowas? Geht rein. Das wird langsam langweilig. Wow. Schöne Jacke. Ich hab's. Sorry, du kannst nicht mit der Jacke reinkommen. Okay. Komm rein. Oh ja, und die Größe ist perfekt. Mein Arbeitstag ist vorbei. Die Managerin des Einkaufszentrums ist mitten in ihrem Arbeitstag. Hier sind die Bilder, genau wie du es wolltest. Was? Oh nein, Nancy, wie furchtbar. Genau so ist es passiert. Sieh dir die Aufnahmen der Überwachungskamera an. Nein, das ist lustig. Anthony, mach dich an die Arbeit. Beobachte sie wie ein Feige.
Nancy steckt in Schwierigkeiten. Sie muss das ganze Einkaufszentrum sauber machen. Puh, wo soll ich anfangen? Ich denke, ich werde staubsaugen. Ich glaube, diese Halle ist endlos. Viel zu schwer. Zeit, den Boden zu putzen. Oh, zuerst mache ich eine kleine Pause. Du schon wieder? Müde? Ja. Hier, du hast bestimmt Hunger. Danke. Sieht so aus, als ob dieses Sandwich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist. Was macht meine Tochter? Sie ist mit dem Saubermachen fertig und sie hat sich mit dem Security-Mitarbeiter angefreundet. Ich bin so stolz auf dich. Hat euch unser Video gefallen? Schreibt uns, ob ihr auch gerne eine Mom hättet, die die Managerin eines Einkaufszentrums ist. Abonniert uns und klickt auf die Glocke und verpasst kein Video mehr von Woohoo Womotion.